Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist heute mit dem Thema, wie du mit Frauen am besten umgehst, die dir absagen oder die wenig interessiert scheinen. Und viele Männer haben da eine leichte Verwirrung, habe ich das Gefühl, weil viele Männer gehen folgendermaßen vor. Eine Frau hat wenig Interesse oder meldet sich nicht viel zurück, dann investiere ich mal mehr. So als würde das mehr investieren dafür sorgen, dass sie dann auf einmal auch wieder investiert. Du musst verstehen, dass eine Frau, die sich nicht bei dir meldet oder nicht viel auf dich zukommt, entweder A, kein Interesse hat oder B, du hast bereits viel zu viel investiert. Und wenn ich jetzt von Investieren rede, dann meine ich, du schreibst dir ständig, meldest dich ständig, schlägst ständig Treffen vor und so weiter. Und in beiden Situationen wird es dir nicht helfen, wenn du noch mehr investierst. Noch mehr zu investieren, wird das Verhältnis nur noch mehr kippen, wird ihr nur noch mehr das Gefühl geben, mein Gott, der investiert ja nur, oder ihr das Gefühl geben, mein Gott, der ist ja super anhänglich und versteht meine Signale nicht. Da ist es absolut richtig, dass ich nicht auf ihn stehe. Also mehr Investment wird dich da nicht weiterbringen. Ich verfahre da nach der Maxime, wenn Frauen kein Interesse haben oder wenn ich mit Frauen einfach keine Dates ausmachen kann und es ist immer schwierig mit denen und diese sagen immer ab und ich habe das Gefühl, es ist immer ein Struggle mit denen, irgendwas hinzubekommen, dann fallen die einfach in meiner Priorität weiter runter. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Punkt, den ich oft in Videos erwähne. Triff viele Frauen, lern viele Frauen kennen. Das ist auch ein Fehler, den viele Männer machen. Sie lernen eine Frau kennen, denken sich, oh mein Gott, das ist die Frau meines Lebens und hören dann auf, neue Frauen kennenzulernen. Und dann, nach ein paar Monaten, merken sie, oh Gott, oder meistens nicht mal nach ein paar Monaten, meistens nach ein paar Tagen oder Wochen merken sie, oh okay, irgendwie scheint die gar nicht so sehr auf mich zu stehen, so sehr wie ich auf sie stehe oder ähnliches. Und befinden sich dann in einer ziemlich blöden Situation, nämlich dass sie viel zu viel investiert haben, aber gar keine anderen Frauen kennengelernt haben. Und währenddessen haben sie 20 Frauen oder mehr vorbeigehen lassen, die sie eigentlich hätten ansprechen wollen, weil sie ihnen gefallen hat. Aber sie haben sich gesagt, nee, ich habe jetzt die eine, guck ich mal, das lasse ich jetzt mal. Nein. Also, solche Frauen sollten in deine Prioritätsliste einfach weiter nach unten rücken. Heißt, ich kümmere mich da nicht mehr so viel drum. Wenn sie Treffen mit mir ausmachen wollen, ja, dann mache ich es vielleicht. Stell aber nochmal klar, hey, entweder bist du da oder wir lassen es. Und das mache ich tatsächlich wirklich, wenn Frauen tief genug in meiner Prioritätenliste gesunken sind. Also ich merke, ich kann mich einfach nicht auf die verlassen oder sie haben mir auch schon mehrmals abgesagt bei dem Treffen. Dann mache ich erstens nur noch ein Treffen mit denen aus, wenn ich wirklich sage, hey, pass auf, wir machen das nur, wenn es wirklich stattfindet. Und wenn sie dann sagt, ja, okay, geht klar, dann mache ich es trotzdem meist so, dass ich noch ein anderes Treffen dahin lege. Einfach nur, weil ich weiß, aus Erfahrung schon, dieses Treffen wird abgesagt werden. Es kommt ein bisschen darauf an, wie die Frau darauf reagiert und wie oft sie das schon gemacht hat. Das ist, wie gesagt, eher so, wenn sie wirklich tief in der Prioritätenliste ist. Aber all die Sachen, also immer wenn mir Frauen extreme Desinteressenssignale geben, dann rücken sie bei mir an der Prioritätenliste weiter nach unten und ich würde dir die gleiche Vorgehensweise empfehlen. Denn nimm lieber die Frauen, die wirklich Interesse zeigen, weiter in deine Prioritätenliste nach oben, räum denen deine Datingplätze ein, also die Plätze, die du für Dating reservierst in deinem Leben, die Zeiträume, räum denen die Aufmerksamkeit ein, schreib denen, kommuniziere mit denen und kommuniziere einfach weniger mit den Low-Priority-Frauen. Das wird dann unter Umständen auch dafür sorgen, dass diese Frauen mit geringerer Priorität irgendwann wieder zu besseren Frauen werden, weil du dann ein gesünderes Investmentverhältnis hast. Also die merken dann vielleicht sogar, okay, oh krass, von dem kommt ja gar nichts, wenn ich nicht auch was mache. Und dann machen sie was von sich aus. Kann sein, wie gesagt. Das ist nicht, das muss ich dazu sagen, nicht unsere Absicht hier. Das, was ich dir jetzt sage, heißt nicht, mach das als Taktik, damit sie dich dann doch toll finden. Das sage ich nicht. Ich sage, mach das für dich, damit du die geilsten Erfahrungen mit den coolsten Frauen hast, die für dich möglich sind. Das ist nur so ein Nebending. Ja? Es könnte passieren, dass es dann für dich spielt. Könnte aber auch sein, dass die dann trotzdem keinen Bock auf dich haben. Dann ist es ja sowieso egal. Aber einer der größten Fehler ist, dass Männer das falsch verstehen oder Frauen falsch priorisieren oder Frauen zu hohe Prioritäten einräumen. Und das passiert immer wieder. Und das gilt übrigens nicht nur für einfach irgendwelche Frauen, die du kennenlernst. In meiner Welt gilt das auch für Frauen in einer Beziehung, auch wenn du in einer Beziehung bist. Klar, da kommuniziert man natürlich dann nochmal mehr mit Frauen. Aber dann kommuniziere ich der Frau halt, hey, guck mal, von dir kommt gerade nicht so viel, dann erwarte auch nicht so viel von mir. Ja, ich werde jetzt nicht da die ganze Zeit dir hinterherrennen, wenn ich einfach mit dir nichts ausmachen kann oder wenn von dir nichts kommt. Das kommuniziere ich dann ganz klar mit ihr. Ich sage ihr dann, hey, schau mal, dass mehr Investment von dir kommt. Wenn du keine Lust mehr hast auf die Sache, ist es auch in Ordnung, dann kommuniziere mir das gerne. Aber schau, dass mehr Investment von dir kommt, damit ich auch wieder mehr investieren kann, damit ich auch wieder mich um die Sache kümmern kann, aber auch mit einem guten Gefühl und mir nicht vorkomme wie so ein Vollidiot, der der Frau die ganze Zeit hinterherrennt. Das sind Sachen, die musst du dann einfach klar kommunizieren. Wie gesagt, auch in Beziehungen, das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen low-priorisiere die Frauen, die einfach
mit denen du einfach nichts ausmachen kannst, die einfach nicht zuverlässig sind. Und das solltest du so durchziehen. Und du solltest das auch durchziehen, ich habe das im vergangenen Video schon mal erwähnt, du solltest das auch dann durchziehen, wenn du nicht die mega Auswahl mit Frauen hast. Ja, wenn du nicht so viele Frauen hast, dann willst du das nicht so gerne machen, weil du dir denkst, oh nein, vielleicht ist das die einzige, die ich gerade habe und die will ich ja nicht verlieren mit so einem Verhalten. Das ist die falsche Einstellung. Du solltest immer lieber eine Frau verlieren, als dich selbst komplett umzukrempeln, als deine eigenen Regeln, deine eigenen Prinzipien komplett über Bord zu werfen. Lass lieber eine Frau gehen, statt dich an eine Frau zu verkaufen. Das möchte die Frau übrigens auch nicht. Jede Frau wird das unattraktiv finden. Du würdest das unattraktiv finden. Du würdest es unattraktiv finden, wenn du merkst, eine Frau würde alles machen für dich, was du willst, alles und nicht mal nachfragen, weil sie so bedürftig nach dir ist. Das würdest du auch nicht attraktiv finden. Ja, du würdest vielleicht mit ihr schlafen, aber du würdest nicht sagen, hey, das ist eine Frau, die mich richtig begeistert. Und wenn das doch so ist, dann hast du wahrscheinlich selbst eine super geringe Auswahl. Deswegen sind diese ganzen Sachen, von denen ich in den Videos rede, immer so wichtig und ergänzen sich. Triff viele Frauen, lern viele Frauen kennen, lern auch Frauen kennen, wenn du schon eine Frau datest, die dir auch gut gefällt. Ja, ich meine jetzt nicht, oh, wir sind schon zusammen und planen Haus und Kinder, jetzt date ich noch andere Frauen. Nein, natürlich nicht. Ab einem gewissen Punkt kannst du dich auch zu einer Frau committen, wenn du das denn möchtest. Aber bitte, in den Anfangszeiten des Kennenlernens, lern doch bitte andere Frauen kennen. Ja, lern doch Frauen kennen, weil es kann immer sein, dass man während des Kennenlernens herausfindet, hey, wir passen überhaupt nicht zusammen. Und dann hast du nicht die ganze Zeit und die ganze Möglichkeit verschwendet. Und wenn du dann noch die Frauen so priorisierst, wie sie tatsächlich in der Realität von ihren Handlungen her priorisiert werden sollten, dann wirst du einen deutlich entspannteren Umgang mit Frauen haben. Frauen werden mehr Respekt vor dir haben. Du wirst mehr Respekt vor dir selber haben. Na, und da kommen wir auch wieder zu einem anderen Punkt. Du siehst, wie all meine Videos eine Verbindung zueinander haben. Glaub den Frauen ihre Handlungen, nicht ihre Worte. Kann ja sein, dass sie sagt, hey, das nächste Mal machen wir es aber und nächstes Mal treffen wir uns aber auf jeden Fall. Und dann sagt sie dir ständig so, aber ich würde dich gern treffen, lalala. Und du denkst dir, also sie sagt mir ja, dass sie mich gern treffen will, aber irgendwie treffe ich sie nie. Dann ist das genau die Message, die sie dir sendet. Sie hat keine Lust, dich zu treffen, denn wenn sie dich wirklich treffen wollen würde, dann würde sie dich treffen. Das ist ganz, ganz simpel. Und unglaublich, also das ist ganz simpel zu verstehen. Trifft eine Frau dich, hat sie Interesse. Labert sie davon, dich zu treffen, aber trifft dich nicht, hat sie kein besonders großes Interesse. Dann kann es sein, dass sie vielleicht ein bisschen an deiner Aufmerksamkeit interessiert ist, deswegen hält sie sich bei der Stange. Kann sein, kann auch irgendwas ganz anderes sein, das war jetzt nur dahergesagt. Auf jeden Fall hat sie kein großes Interesse, dich zu sehen. Das ist einfach mal ganz klar, das ist einfach mal Fakt. Und wir Männer müssen uns diesem Fakt auch stellen, so schmerzhaft das auch für uns sein sollte. Und das Wichtige, das will ich jetzt mal kurz, das ist jetzt off-topic, aber ganz wichtig, ja? Wenn du so einen schmerzvollen Moment erfährst mit einer Frau, und das geht ja jedem von uns so, das ist ja auch ganz normal, das haben Frauen ja auch mit Männern, ganz normale Erfahrung, menschliche Erfahrung. Aber wenn du sowas erlebst, dann bitte pass auf und verschließ dich nicht. Und was ich mit verschließen meine, ist, in eine Defensivhaltung zu gehen, alias, oh nein, die bösen Frauen, oder jetzt setze ich mich gar nicht mehr mit Frauen auseinander, mach dich nicht eng, mach dich nicht klein, sondern man sagt, öffne dein Herz. Klingt so ein bisschen romantisch, aber öffne dich einfach und lass diesen Schmerz zu. Das gehört dazu. Nimm das mit. Genieß das, solange es da ist. Irgendwann ist es nämlich nicht mehr da, wenn du dann tot bist. Also, verschließ dich nicht aufgrund von solchen Erfahrungen. Jeder macht schlechte Erfahrungen mit anderen Menschen. Verschließ dich deswegen nicht. Ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt im Video viele verschiedene Topics, viele verschiedene Themen angesprochen und ich habe das Gefühl, alles war sehr wichtig und hat auch ineinander geführt. Wenn du dazu, weil es ja auch ein bisschen komplexer war, noch Fragen hast, schreibst du mir gerne in die Kommentare und Videovorschläge auch gerne in die Kommentare. Ich freue mich, dass du dabei warst. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für einen Coaching-Platz bei mir bewerben. Ein paar Sommerplätze sind noch frei. Unten rechts kommst du zu einem Video, das jetzt auf diesem Video aufbaut. Schau da also unbedingt vorbei, wenn du bis zum Ende geschaut hast. Und wir sehen uns übermorgen wieder. Freue mich, dich dann wieder dabei zu haben. Bis dahin, ciao.